Du wolltest doch starten. Die Kamera jetzt auf mich drauf. Das sieht wunderschön aus. Echt. Du vloggst auch? Doppelvlog. Warum vloggst du? Wenn man sich einmal drauf verlässt, mit der Bahn oder mit dem Bus zu fahren, wird man nur enttäuscht. Wir kommen zu spät. Nein, wir kommen nicht zu spät. Wir kommen gleich zu spät. Sie hat einen Erdbeermilchshake, einen Latte Macchiato oder was das auch immer ist, ein Käsebrötchen, Schokocroissant und eine Zimtschnecke. Und ich hatte was gar willst nichts. Du damit sagen? Und ich hatte nichts, wo ist mein Essen? Du hast einfach nur ein Croissant gegessen und ein halbes Käsebrötchen, was vertrocknet war. Brauchst du lügen, was hast du gegessen? Wir sind am Flughafen. Wir sind am Flughafen und fliegen wir? Nach Dubai. Und dann? Schön wieder ein bisschen und danach fliegen wir nach? Japan. Osaka. Wir fliegen nach Japan. Ihr denkt jetzt, wir freuen uns nicht, aber eigentlich freuen wir uns unnormal. Nur wir haben gerade Stress einfach wegen der Hinreise, weil... Oh, das... Alles, man kann sich auf gar nicht verlassen. Ob es ICE ist, Flixbus, man kann sich auf nichts verlassen. Und jetzt hat unser Flixbus 70 Minuten Verspätung. Aber wir haben auch ICE-Tickets. Frag nicht, wieso wir das und das haben. Aber Plan B ist jetzt der ICE. Plan A hoffentlich geht auf erstmal. Wir müssen auch gleich schon zu der Haltestelle. Und Plan C ist Uber. Da müssen wir 440 Euro zahlen, um von Köln nach Frankfurt zu kommen. Würden wir aber safe machen, weil keiner von uns den Flug verpassen. Aber wir hoffen, es kommt nicht so weit. Abwarten. Und was sagt ihr dazu? Wir haben ein großes Problem. Nach einer langen Anreise von der Anreise sind wir endlich im Flieger, Leute. Timmy hat extra Legroom und der hat voll den chilligen Platz. Guckt euch das mal an. Das ist echt der beste Platz. Swag, YOLO. Word. Unser erster Stopp ist übrigens Dubai. Yeah. Das ist unser Leck. Das ist diese Schabracke hier. Das sind unsere Tickets. Das ist die Bildschirm. Wir zeigen euch gleich das Menü. Flughafen-Menü. Was für ein Menü? Flughafen. Flugzeug. Ich dachte Kaviar-Menü. Dazu. Das ist nicht so meins. Auf jeden Fall, wir sind in der Luft. We are on the air. We are on the air. Goodbye. Let's fucking go. Yeah. Nicht interessant. Leute, wir haben unser Essen bekommen. Mein dicker Bauch. Meatballs mit Tomatensauce. Okay. Das Polenta. Riesbrei. Das Spinat. Dann haben wir hier Jacobs The Baker Brothers. Cracker. Dann haben wir hier Cheddar Cheese. Some butter. Strawberry Cheesecake. So sieht das aus. Das gute Ding. Sieht echt cool aus. Wow. Baked Chocolate Cookie. Ich habe zwei, die da hat keins. Hey. Unser Flieger. Wir sind jetzt in der Airport. Die Lara will keine Videos machen mit dieser Kamera. Die ist zu faul und sagt einfach, oh, ich muss TikToks machen, oh, ich muss dies und das machen, oh, ich hab keine Kraft mehr. Jetzt muss ich diese Rolle übernehmen. Es geht, bra. Tschüss. In Dubai angekommen, was sind deine ersten Worte? Ich muss noch schauen. Gute Hässlichkeit. Guck mal hier. Nach 20 Jahren sind wir mal wieder bei Meckes. Wisst ihr, wie ich gerade Feuer auf dieses Halal Meckes sehe? Ich weiß, dass es so gut schmeckt. Ne? Erstmal Sweet and Sour Sauce zu meinen Nuggets. Guck mal. Da freut sich jemand. Mit Arabic. Habt ihr schon Chicken Legs gesehen? Erstmal Item Only. Eins.
Und dann als Menü habe ich 2 Stück. Was wollen wir denn trinken? Gut? Let's go. Nutella-Laden. Was gibt es bei dem Nutella-Laden? Waffles und Pancakes. Waffles. Game Space. Ist genau das Richtige für meinen Mann. Eine Zocker-Ecke mit Gaming-PCs und so. Da muss man schon sagen, das ist schon geil. Das ist krass, ne? Also du bist Tool, denke ich. Du musst, glaube ich, bezahlen. Wo sind? Im Laden gibt es sogar Getränke. Und Logan Paul's Pine kostet einfach $18. Kansai International Airport. Leute, dieser Flughafen ist der älteste, den ich jemals gesehen habe. Guck mal, wie aus. Wir waren gerade wirklich 2 Stunden einfach bei der Passkontrolle. Wir sind alle so am Arsch. Es war so ein langer Anreise. Wir müssen jetzt nur noch unsere JR-Tickets holen. Also hier für den Shinkansen und für den öffentlichen Verkehr, für die Züge und so weiter. Sind gerade an den Vending Machines noch und dann geht es zu unserem Airbnb, dann zeigen wir euch auf jeden Fall, wie das aussieht. Ich habe selber gerade keinen Plan mehr, was wir da genau gebucht haben und wie das aussieht, aber ich hoffe, wir kommen schnell hin. Circa 1 Stunde dauert das noch bis dahin. Also es war wirklich eine sehr, sehr lange Anreise. Was gibt's denn hier? Ich habe noch gar nicht geguckt. Was habt ihr euch geholt? Boah, das schmeckt gut. Was ist das? Was? Lemonade. Ich mag auch immer von Lemonade. Das ist geil. Oder Lemon Tea. Ich glaube, das ist Kaffee, ne? Ein Kaffeeautomat. Und Eiscreme. Jo. Was für eine Erfahrung haben wir bis jetzt gemacht? Schrecklich. Eine anstrengende. Emirates, beste Flieger. Ja, was ist das denn für ein Groschen? Einfach mit was, so einem... Ne? 50. Ja, das ging ja super. Das ist 33 Cent. Das ist einfach 50 Stunden. Das. Ich habe jetzt auch einen Lemonade. So sehen 50 Yen aus. Was nimmst du? Du musst Geld reintun erstmal. Was machst du? Achso. Aber schnell. Sieht aus wie Eistee. Soll Eistee sein. Ich glaube, das ist Peach. Peach? Schmeckt wie Tee und Zucker. Das schmeckt wie Tee ohne Zucker. Leute mit Koffer, diese Rolltreppen. Ich hab's geschafft. Soll ich nehmen, Kamera? Nein, es geht schon, danke. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh Leute, ich sehe so fertig aus. Ich muss mich eigentlich noch abschminken. Wir sind gerade schon ca. 32 Stunden unterwegs. Wir holen jetzt auf jeden Fall unsere Zugtickets. Yeah, sweet. Wir haben verkackt. Erste Nacht in Japan, Osaka. Wir sind gelandet, Storytime. Alles gut gelaufen. Nach dem Dingens Aussteigen sind wir erstmal durch die Passkontrolle 2 Stunden. Danach haben wir unser Japan Rail Pass besorgt. Dann, wo waren wir danach? Wir waren danach bei Dingens. Diese Toilette da, hat unser Popo sauber gemacht. Auf jeden Fall, dann sind wir mit dem Zug hier nach Osaka gefahren, wo unser Airbnb ist. Und auf dem Weg nach hier im Zug, beim Aussteigen, habe ich einfach mein Portemonnaie im Zug vergessen. Im Portemonnaie war mein Ausweis, die Laras Ausweis, meine Kreditkarte und 300 Euro oder so hat in Yen. Haben wir direkt gemeldet beim Zuganwärter oder wie das heißt? Bahnhofspolizei. Polizei, Bahnhofspolizei, keine Ahnung. Und die konnten wirklich kein Wort Englisch. Falls mal irgendjemand plant, nach Japan zu reisen, holt euch ein süßes Gerät. Holt euch so einfach Google Translate App und dann könnt ihr dann mit denen so Konversationen starten. Könnt ihr reinreden, die können reinreden. Sehr, sehr kompliziert. Gott sei Dank kann ich Japanisch. So, direkt bei unserem Airbnb gibt es hier ein 7-Eleven. Einfach mal so ein paar Schritte. Hier kann man Geld ziehen. Du willst jetzt eigentlich Geld ziehen? Ja. Und so sieht ein 7-Eleven hier in Japan aus. Ist ja da. Guck mal, das ist einfach Eis. Du kaufst dir einfach Eis und dann füllst du selber dein Getränk da rein.
Guck mal da, die Onigiris. Und alles Mögliche. Ich muss jetzt gucken. Ich hab Hunger. Wie geil ist dieses 7-Eleven? Wieso haben wir das in Deutschland? Wir sind jetzt hier in einem Taxi und fahren jetzt zu, wo, wie heißt die Stadt? Dotonbori. Dotonbori. Moment, zeig dich mal. Das erste Mal, wir haben japanisches Taxi jetzt. Und die sprechen kein Wort Englisch, deswegen muss man mit Google Translate einfach mit denen kommunizieren. Wir dürfen den nicht filmen, wir dürfen das Auto nicht filmen, aber ich darf alles filmen, was nicht mit seinem Auto zu tun hat. Okay, jetzt sagen wir unser Taxifahrer aus John Wick. In Dotonbori. Dotonbori, Leute. Hier ist dieser super berühmte, dieser berühmte Mann. Welcher berühmte? Oh, der? Ja. Der Superman. Ja, genau. Wie heißt der? Running Man. Running Man. Wir sind gerade im Shiba Inu Café. Wir sind einfach Shiba Inus. Und hier kann man die streicheln und alles. Hier riecht es richtig nach Füßen. Weil man darf hier keine Schuhe anhaben. Ist das Epicha? Ja, Episo. Episo? Das ist der touching moment. Da bin ich. Ich stehe aber Preise ein. Du nimmst das, dann tust du das, glaube ich, alles hier rein und dann. Ah, Slide Empty Place.
Wir sind in einem Laufbahn-Sushi-Laden. Keiner hat hier eine Ahnung, wie das funktioniert. Sushi, unser erstes Sushi in Japan. Ich bin einfach nur dabei. Ich mach, was ihr macht. Ich habe mir French Fries bestellt und Sushi mit Thunfisch. Probier es auch. Pfannkuchen-Kuchen. Aber wo ist ich? Ich habe normale Sushis bestellt. Die kommen jetzt. Was ist das noch? Das Garnele. Ich will jetzt wirklich mal wissen, wie das geht. Warte. Crunchy. Sieht das aus wie Thunfisch oder wie Gehirn? Ja, das sieht ganz, ganz schlimm aus. Ist das stellst du da? Probieren jetzt. Es tut mir leid, ich habe irgendwie nicht so ganz vorher aufgenommen, wie ich das alles probiere. Das hätte ich eigentlich machen können, weil das war eigentlich ganz gut gewesen. Aber ich hatte Hunger und ich war geblendet davon, dass wir das erste Mal hier in so einem Sushi-Laden sind. Auf jeden Fall ist es richtig cool aufgebaut. Wir hatten hier so ein iPad und hier ist das Fließband. Also man kann sich hier auch was rausnehmen und man kann extra Bestellungen machen, auch über das Handy oder über das Tablet. Dann kommt das halt da oben hin. Ich habe das gezeigt eben, ne? Aha. Dem hat das, glaube ich, euch gezeigt und er hat gerade Eis gegessen und dann nochmal Sushi und dann nochmal Dessert. Was für ein geiler Mix. Ich habe mir einen Eis Coffee bestellt. Wem zwinkerst du dazu? Hallo? Wir melden uns hier aus dem Frankfurt Hauptbahnhof. Aachen Hauptbahnhof hat Update bekommen. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu Lukua. Lukua, das ist eine Mall direkt an diesem Bahnhof. Hauptsächlich ist unser Ziel heute Ghibli Studios. Wir gehen jetzt zu Lukua. Wir sind gefühlt 20 Etagen runtergefahren. Mach mal weiter. Ey, haben wir uns geöffnet oder was? Leute, wir haben erst das hier gekauft. Das ist irgendwas Süßes. Wir haben es zum Mitnehmen genommen, weil wir werden erstmal frühstücken und das dann gleich probieren. Ich bin ein Mensch, der isst nicht alles. Ich habe wirklich mein Limit. Aber hier sind Sachen, die kann ich auch essen. Hier sind jetzt nochmal ein Brötchen. Das würde ich nehmen. Was hast du eigentlich? Wieso ich habe Sojasauce? Ich hätte Hunger gewissen. Das war chronisch. Sojasauce. Wir sitzen übrigens gerade im Shinkansen. Ich hab doch gesagt, das ist nicht süß. Also das war nicht so lecker. Ist auf jeden Fall in einem super schnellen Zug und fahren jetzt zum Gipfel. We will soon make a free stop at Gainai. Ich kann es euch nicht empfehlen, weil in den Ghibli Studios, ich sag euch ehrlich, es ist langweilig, wirklich, es ist wirklich langweilig. Mich besonders, aber auch hier unsere Crew, die Anime mag, fand es auch langweilig. Also es ist wirklich nur was für Eltern mit Kindern oder so. Toll, jetzt bekommen wir in Japan Einreiseverbot hier, wenn wir das sehen. Egal, wir gehen jetzt essen, wir haben alle Hunger. In den Straßen von Shinsaibashi Suji. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Sieht richtig cool aus, Leute, hier.
falls ihr das im Hintergrund erkennen könnt. Die ganzen Lichter sehen auf jeden Fall richtig nice aus. Ich weiß nicht, wo meine Crew ist. Wir haben uns auf jeden Fall aufgeteilt, weil die anderen wollen Ramen essen und wir wollen was anderes essen. Und deswegen gehen die jetzt sich was suchen und wir haben auch schon was rausgesucht. Wir haben hier einen Halal-Inder gefunden sozusagen und da gehen wir gerade hin. Und hier sind auf jeden Fall richtig viele Restaurants. Also die Straße an sich sieht voll cool aus. Wir werden ja auf jeden Fall gleich noch spazieren. Yeah. Da gehen wir jetzt hin. Und zwar heißt es Momos Café and Restaurant. So sieht das aus? Oder machen wir mal gleich den Taste-Test? Die Straße sieht auf jeden Fall richtig cool aus, ne? Total aus, oh mein Gott. Was überfahren. Leute, wir waren so hungrig, dass wir vergessen haben zu filmen. Wir haben auf jeden Fall Reis bestellt. Eigentlich Basmati-Reis sieht auf jeden Fall ganz anders aus wie bei uns, wenn wir Basmati-Reis bestellen. Eigentlich ist das kein Basmati-Reis, sondern eher Naturreis. Dann hatte ich Beef Curry. Wir haben wie immer Garlic Naan genommen. Timmy hat Chicken Curry, auch eine Portion Reis. Und dann haben wir diese Chicken Pieces genommen hier. Sehr scharf, aber echt voll lecker. Also uns gefällt das auf jeden Fall ganz gut. Und der Raum, wo wir uns gerade befinden, hat sich auch irgendwie voll gefüllt. Leute, wir sind jetzt hier in Kyoto. In einer Streetfoodstraße. Ich habe den Namen vergessen, ich schreibe mich mal hier rein. Hier ist die Straße einfach und da geht's weiter. Aber wir haben gesagt, wir gehen erstmal hier an das eine Ende und dann kommen wir durch. Verschiedene Streetfood-Stände, aber jetzt nicht so Streetfood auf der Straße, sondern wirklich, die haben hier kleine Läden auf die Straße gerichtet. Auch so kleine süße Souvenirshops. Ja, das ist eigentlich ganz cute hier. Ich glaube schon. So, hier sind so kleine Nüsse und so weiter. Auf der anderen Seite auch Gemüse. Hier ist noch ein Foodstand. Leute, schaut mal, hier ist auch eine Schlange. Also die Leute stehen Schlange hier an. Auf jeden Fall geht es bis nach da ganz hinten. Wir laufen jetzt einmal durch. Und ich werde euch auf jeden Fall nochmal zeigen, was wir essen werden. Wir haben auch ziemlich Hunger. Wir haben gerade 14 Uhr, wir haben noch gar nichts gegessen. Und heute ist auch der erste Rainy Day hier, also es regnet heute. Obwohl vorher stand, dass es viel öfter regnen wird als auch vorher. Aber heute regnet es, egal. Also hier ist es überdacht, deswegen wir können hier ganz einfach durchgehen. Hier haben wir so Rindfleischspieße. Gestern zum Beispiel haben wir Halal Wagyu gegessen, das war auf jeden Fall sehr gut. An sich, wie gesagt, haben wir hier noch gar nicht nachgeschaut. Also wir gucken jetzt einfach mal spontan, worauf wir Lust haben. Und dann zeige ich euch das. Ich habe einen Krabbenstand entdeckt, aber das ist jetzt keine echte Krabbe. Das ist Imitat. Aber ich möchte es probieren. Danach gehen wir zu einem Restaurant, was wir rausgesucht haben, was halal ist. Aber ich will euch auf jeden Fall eins machen. Holst du mir eins? Hello, can I have one fry? One fry. Okay, 400 yen. You have a coins. Okay, I want coins. Okay, sorry, thank you. Thank you. Thank you. Ich mache ein bisschen Soße drauf, keine Ahnung, wie das schmeckt. Gibt es keine Gabel und so, wir müssen mit Stäbchen essen. So, Timmy probiert als erstes. Ich muss dazu sagen, Timmy meinte, der mag keine Krabben und so. Ich habe gesagt, musst du mal probieren und das ist jetzt Imitat. Leute, ich hole jetzt noch ein neues. Ich glaube, dem hat das ganz gut gefallen, ein Kind. Oder sagt, er mag sowas nicht. Ich hole jetzt ein gekochtes. Für mich hat es geschmeckt, das waren ganz, ganz viele kleine. Ja, irgendwie schon. Aber das Ding ist an sich so Krabbenfleisch und Hummer und so. Da ist die Konsistenz vom Fleisch ja auch so streifig. Das haben die halt so versucht nachzumachen. Das ist ein bisschen wabbelig schmeckt dein. War das dein so härter? Weil das schmeckt voll wabbelig. Schmeckt von der Krabbe ein bisschen. Komm, mach. Direkt gegenüber haben wir gerade Garnelen entdeckt und wir wollen zwei Stück hier mitnehmen, weil wir lieben Garnelen.
Hier ist, glaube ich, auch Fisch und so weiter, Muscheln, aber wir wollen die Garnelen haben. Hier sind jetzt 3 für 1200 Yen, das sind ungefähr 7 Euro oder so. Und wir nehmen jetzt hier welche mit. Wir haben so einen Pizza bekommen. Hier geht es auch weiter mit den Spießen, was wir eben gegessen haben. Hier ist Sushi. Es hat auf jeden Fall gerade gepiept. Und hier ist da hinten Essen holen. Das ist die Ware? Das ist die Ware. Sieht richtig crunchy aus und ist lecker. Locker. Das schmeckt richtig, richtig gut. So crispy außen. Und die Garnelen schmeckt auch voll lecker. Schmeckt gut. Mega. Ich bin zufrieden. Oh. Es ist am Regnen, aber ich habe einen Schrein. Wir suchen gerade das Restaurant. Wir haben jetzt nichts weiteres da drin gefunden, was wir essen können. Deswegen gehen wir jetzt in das Restaurant, was Timmy rausgesucht hat. Wieso ist das das schmalste Laden, den ich jemals im ganzen Leben gesehen habe? Leute, wir gehen jetzt hier essen. Also, wie soll man diesen Laden bitte erkennen, wenn man hier vorbeigeht? Guck mal, diese Treffer. Hier ist eine Tür. Ich klopfe mal an und sag Hallo. Tisch für zwei. Ich guck nicht rein, ich bin zu groß. Leute, Timmy ist einfach viel zu groß für diese Tür und für alles hier. Das ist immer der Größte hier. Guck mal, wie er sich bücken muss. Also ich komme hier gerade noch so durch. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt an diese Einzeltische. Die gibt es auch sehr oft in Japan für Leute, die alleine essen. Und hier haben wir die Aussicht auf diesen wunderschönen Tempel oder Schrein, ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Schaut mal bitte, wie lecker dieses Brot aussieht. So richtig buttrig, normales Naan. Dann ein Salat. Ich habe hier einmal Chicken, Butter Chicken und einmal mit Matten. Ein Curry. Das ist mit Hähnchen, dann ich glaube, das ist auch Hähnchen. Hier mit Reis, also so ein süßer, so ein süßes Lunch-Set ist das. Und Maus hat hier Sheet-Kebab mit Reis und einmal noch Butter-Chicken dazu bestellt. Das ist hier unsere Aussicht. Und wir kriegen jetzt noch ein paar Sachen, also unsere Getränke und Suppen, glaube ich. Und dann können wir anfangen.